16:8 für die Mannschaft der Sowjetunion. Die ja, geführter Ball, aber das war so ein Pass für Volkova wieder. Und aus. Daniela Drojevic. Mit der Nummer 10 jetzt Krina Rolze. Pokalentscheidungen der Männer hier vor einer Woche, nun wieder großer internationaler Sport mit diesem Volleyballturnier. Das ist Volkova, die 21-Jährige, 1,92. Satzball Sowjetunion, Jelena Volkova. Nach 2 Sätzen 2-0 Sowjetunion. 15:8 und 15:0. Da ist es schnell gegangen. Für diese junge rumänische Mannschaft ist der Olympiasieger wohl doch eine Nummer zu groß im Augenblick. Im ersten Satz währte die Gegenwehr noch 24 Minuten, nun also in 8 Minuten an einem etwas leichteren Gegner. Da kann man das eine und andere versuchen und probieren. Daniela Drojevic. Die 17-Jährige wieder. Eins zu eins. Und die rumänische Führung mit 2:1 jetzt in diesem Satz. Ja, das wäre nur mit einem Sprung zu machen gewesen, jetzt den Ball hier noch wieder ins Spiel zu bringen. Rumänien wechselt für die Nummer 8, jetzt mit der Nummer 12, Doina Morojanu. Hier im Bild Olga Solovova, auch aus dem goldenen Olympiateam von Moskau. Sie ist 28-jährig, 1,83. Und heute für sie Länderspiel Nummer 79. Ja, es ist oft ganz erstaunlich im Volleyball, wie schnell ein Leistungsabfall eintreten kann, wenn irgendwie der Spielfaden reißt. Da merkt man die größere Erfahrung, das bessere Eingespieltsein. Olga Schabakow. Günstig durch die Fehler des Olympiasiegers. Begünstigt durch die Fehler des Olympiasiegers. Interessante Studie von Nikolai Kachpol. Chirita Sandi hat die wohl schwerere Aufgabe von der Trainerposition aus betrachtet. Oh, das war fast ein Solo von hinten durch diese Spielerin, durch Volkova. Die längste Dame des Feldes, aber auch schon mit beträchtlicher Volleyballgröße, wenn man so sagen darf. Sie bleibt am Ball. 8:7. Sicheres Resultat, ein ganz sicheres, überlegenes Spiel der sowjetischen Mannschaft, die heute in dieser Begegnung auch Kräfte gespart hat.
Und die junge DDR-Mannschaft wird sich dann morgen wohl auf allerhand gefasst machen müssen.